Morgen aus Harlingen. Es geht weiter. Das Tallship Race, hier stehen noch ein paar davon, ist noch nicht vorbei. Also das Event ist noch nicht vorbei. Das geht das ganze Wochenende. Aber für mich geht es jetzt nach einem Pausetag und einem Genusstag auf dem Campingplatz mit Sonnen und was ich nicht alles gemacht habe, weiter gen Süden. Ich muss jetzt leider ein bisschen Umwege fahren, weil aufgrund des Tallship Races der Radweg am Deich ja nicht gesperrt ist, aber ich komme nicht über den Deich. Also der Weg über den Deich ist gesperrt. Eigentlich wollte ich jetzt gerne mal ein paar Kilometer südlich am Deich runterfahren. Ja, jetzt treibt es mich hier noch mal ein bisschen durch die Stadt. Jetzt habe ich hier alles schön zu Fuß erkundet. Ja, wie es danach weitergeht, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück Richtung Süden und dann muss ich die Entscheidung treffen, ob ich an der Küste lang fahre, also über den Abschlussdeich, der aber aufgrund einer Baustelle geschlossen ist, oder ob wir am Eiselmeer runterfahren. Die Meinungen derer, die mir entgegenkommen, es kommt mir übrigens fast jeder entgegen, die fahren alle andersrum, aufgrund Wind und so, ne? Aufgrund des Genitives. Auf jeden Fall waren die sich auch nicht so ganz einig, was jetzt schöner ist. Und die einen sagen, über den Deich ist voll langweilig, die Gegend da ist voll langweilig, die anderen sagen, Eiselmeer ist voll langweilig. Vielleicht sollte ich einfach nicht auf andere Meinungen hören, mich nicht davon beeindrucken lassen, sondern natürlich meine eigene Erfahrung machen. Ja, mal gucken, wann ich mich denn mal entscheide, ob ich mal entscheide oder ob ich jetzt einfach stumpf drauf losfahre. Eingekauft haben wir. Ja, jetzt mal ein paar Kilometer machen und mal schauen, wo es hingeht heute. Niemand weiß das. Aber das sind ja immer die besten Tage. Es war doch einfach, über den Deich zu kommen. Ich hätte einfach nur diesen Weg nehmen müssen. Stattdessen bin ich jetzt einmal durch die ganze Stadt gefahren. Ja, offensichtlich dürfen hier Hunde auch mal laufen. Also nutzen wir das. Da vorne kommen gleich wieder Schafe. Ja, das ist hier der wunderschöne Badestrand von Harlingen. Also wirklich, Harlingen hat mir sehr gut gefallen. Es ist natürlich mit so einem Volksfest-Event. Das war jetzt alles nicht total super voll, aber war natürlich schon eine ganz schön große Menge Menschen. Mir persönlich dann doch wieder ein bisschen zu viel. Ja, dann gucken wir mal, ob ich meine bisher nicht so positive Deichfahrerfahrung von der Nordsee mal ein bisschen aufwerten kann bei dem schönen Wetter heute. Oh, kann auf jeden Fall schon mal sagen, die ersten Meter hier am Deich sind jetzt gerade richtig schön. Dadurch, dass der Wind auch wirklich nicht von vorne kommt, sondern von der Seite. Beziehungsweise die Windräder zeigen an, es gibt keinen Wind, also gibt es auch keinen. Auch da hinten der ganze Windpark steht, was ist hier los? Ich meine, ich spüre den Wind, ja, da ist Wind. Packen. So, einmal einsteigen bitte. Ja, bis dahin war's gut. Jetzt noch den Rest. So lange, bis der Hund ganz drin ist. Nee, du musst so lange einsteigen, bis du drin bist. Los, hopp, jetzt rein da, Mann. Los. Immer muss man alles dreimal sagen. Es ist wirklich nur, wenn die Kamera läuft, ich schwöre. Meistens klappt das mittlerweile schon. Das Begrüßungskommando kommt direkt auf uns zu. Was wollen diese drei Flauschknolls wohl? Nichts. Wo wollt ihr denn hin? Ich dachte, ihr wollt zu mir. Wolltet ihr auch, ne? Ihr wollt uns doch nett unterhalten, ihr Schafens. Naja, ein bisschen offener sind sie. Oh, jetzt kommt schon wieder die ganze Herde. Das sind nämlich hier nur die Späher. Die gucken, wen sie ausspähen können. Dann kommt die ganze Herde hinterher. So, ich versuche jetzt das allererste Mal durch so ein Ding durchzufahren, ohne anzuhalten, ohne nach hinten zu gucken. Ah, geil. Gut, ne? Ja, Übung macht nämlich hier die, wo die Meister sind, nämlich. So, der Hund kann aussteigen. Der hat selber Füße. Auf geht's. Enger. Ja, ich meine, Warmenos. Nicht enger. Entschuldigung, ich kann nicht so gut Spanisch. Ich meine, naja. Ich glaube, ihm macht es Spaß, ne? Ich glaube, er findet sein Leben so geil, wie ich meins finde. Ja.
schon ziemlich windig. Ich weiß genau, gestern kam der Wind aus der Seite. Ich habe mich so auf Rückenwind gefreut heute. Ja, deswegen werden wir jetzt mal hier rüber rollen mit voller Geschwindigkeit. Im zweiten Gang. Wir können auch noch in den ersten gehen, dann haben wir noch mehr Geschwindigkeit. Nee, aber nicht. Ah. Ja. Erstmal hinter den Windschutzdeich. Schöne Aussicht. Tschüss, schöne Aussicht. Hallo Windschutz. Ah, gleich kommt er, gleich setzt er ein. Gleich kommt der Windschutzeffekt. Kann gar nicht, weil der Wind ja von vorne kommt. Naja. Oh nein, was ist das? Bitte nicht so ein enges Ding. This is not good. Ja, die mit den Toren sind immer echt doof. Und da steht da auch noch irgendwie so ein Pfahl mittendrin, sinnlos. Leute, 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 warum tut ihr das an mir? Warum tut ihr mir das an? Kann man das hier öffnen? Ich glaube ja. Ich glaube, das kann man... Ups! Fuck! Scheiße! Ach! Ja, man könnte halt auch bergab theoretisch diese Bremse betätigen. Dann passiert auch nichts. Ist aber auch nichts passiert. Sorry, Barney. Ich würde hier durchkommen, wenn dieser bezaubernde Stab nicht hier einfach aus dem Boden wachsen würde. Das würde mein Leben viel einfacher machen. Ja, dann komm durch. Jo, danke. Das ist ja kein Problem. Probleme sind da, um ihn aus dem Weg zu gehen. Nee, sie zu lösen. Ja, toll. Kann ich den jetzt da drüber heben oder was? Das motzt sich eigentlich so viel. Passt doch. Hätte ich auch einfach durchfahren können. So, ja, weil du der Hund bist. Ja, weil du jeder ist mal der Hund. Es ist nur das Fahrrad umgefallen, Barney. Es ist nur das Fahrrad diesmal gebrochen. Es ist niemandem was passiert. Niemandem ist irgendwas passiert. Es tut mir leid. Ja, also, wenn die Energie runtergeht, die Laune runtergeht, gibt es nur eine Lösung. Das ist Pause. Genießen und sich nicht weiter stressen. Die Essenspause hat gut getan. Ich glaube, da links von mir Wasser ist und hinter diesem Deich Wasser ist, habe ich mich wohl dazu entschieden, den Bus über den Deich zu nutzen. Glaube ich. Eigentlich wollte ich das nicht, weil das mit dem Wind ist echt wirklich anstrengend. Also, da muss man schon doppelt so gute Laune haben, damit man dann auch immer noch sehr gute Laune hat. Der Kartoffelsalat hat aber dabei zumindest ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht. Noch bin ich nicht so weit auf dem Deich, ne? Ey, nee. Nee. Auch wenn da jetzt der LKW kommt, wir fahren so rum. Oh, das ist gleich... Es ist gleich viel angenehmer, den Rücken im Nacken zu haben. Also das macht einen Riesenunterschied. Nein, ich werde heute mit einer leicht westlichen Komponente südlich fahren. Gar nicht irgendeiner Küste folgen, auch nicht unbedingt im Eiselmeer. Ich werde mir jetzt einfach ein bisschen Wind in den Rücken geben. Ach, hier, 20 km/h und ich mache nichts. Mit dem gleichen Aufwand bin ich eben irgendwie 10 gefahren. Und dann dieses dauerhafte Rauschen an den Ohren, das kostet wirklich Kraft, nicht nur körperliche Kraft, sondern es ist sehr, sehr ermüdend. Jetzt weiß ich auch, warum alle in diese Richtung fahren. Alle, mir kommen ja nur Leute entgegen, die jetzt Richtung Groningen unterwegs sind, also wieder zurück Richtung Deutschland. Und alle fahren so rum, weil sie schlau sind. Nur einer, der fährt so andersrum, ne? Der ist halt so von der Schlauigkeit ein bisschen mittel.
Makromist erreicht. Ich suche nach genau sowas hier. Einer Sitzmöglichkeit mit Nachlademöglichkeit. Das machen wir, glaube ich, genau hier. Ich hatte heute auch noch keinen Kaffee, weil ich immer noch keinen Gaskocher habe. Vielleicht kriege ich hier auch einen. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall mal hier die Windkleidung ausziehen. Es wird, glaube ich, langsam warm. Ist auch ein Kaffee. Warte, 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 du bist doch noch an der Leine. Du bist doch noch, du musst doch erstmal, warte doch einfach. Außerdem muss die Bremse, das haben wir ja heute schon gelernt, ne? Bremse muss immer aktiviert sein. Die kleine Pause in Makkum hat richtig, richtig gut getan. Erstens habe ich hier die Batterie wieder voll. Und zweitens, das ist viel wichtiger, ist meine eigene Batterie wieder voll. Ich habe auch wirklich erstmal 5 Kaffee getrunken. Muss auch wirklich eine Gasbottle kriegen, wie dass ich morgens meinen Kaffee habe. Also so ohne Kaffee oder mit nur so kalten Ersatzkaffee in den Tag zu starten, das ist doch nichts. Ja, dann habe ich, was ist das hier? Muss ich jetzt hier halten? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, ne? Ich habe fürchte, dass ich jetzt hier nicht rüberfahren sollte. Ja, dann schauen wir mal, was die da so machen. Du bleibst bitte da drinnen. Ich muss mal kurz gucken, was da kommt. So wird das einen Moment dauern, weil erstmal müsste das ja mit Wasser volllaufen, ne? Die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht die Brücke auf dem wieder zumachen. Dann nehmen wir einfach den Weg da hinten. Träumchen. Kleines Träumchen. Oh, ich glaube, es ist Rückenwind. Oh ja. Es rückt und windet. Das muss Rückenwind sein. Ganz großes Schön. Hoi. Mein kleiner Wachrotantenknall. Gucken, was da ist zusammen. Oh mein Gott. Es ist ein Stein. Barney, es ist ein Stein. Oh Mann. Der große Hund und mit so viel Angst. Und geht's? Oder ist ein gefährlicher Stein? Geht's wieder? Geht's wieder, Barney? Ja. Oh ja, ne, so schlimm war der Stein gar nicht, ja. Aber gut, dass du den entdeckt hast nach einer Viertelstunde Pause hier. Also wir sitzen hier jetzt gerade eine Viertelstunde. Jetzt gerade auf einmal bellt er das Gebüsch an. Ja. Ja, meine Laune ist richtig gut und es hat einen Grund. Und dieser Grund heißt Rückenwind. Es ist so wunderbar. Ich habe jetzt gerade mal auf die Karte geguckt und ich fahre jetzt auch gar nicht mehr großartig südlich heute, weil ich schon so am Zipfel jetzt bin. Das heißt, es geht jetzt einfach Richtung Osten und der Wind kommt aus Westen. Und das ist dann, ich hatte in Emden die Abfahrt schon mal so ein bisschen eine leichte Rückenwindkomponente, aber jetzt gleich schiebt er mich komplett, bis ich morgen wieder gegen den Wind fahren muss. Aber ab dann, auf der Rückfahrt, werde ich ja auch die meiste Zeit Rückenwind haben. So, und da rächt sich das nämlich von wegen, ich fahre andersrum. Wäre ich andersrum gefahren, hätte ich natürlich unten den Gegenwind gehabt. Der wäre vielleicht nicht ganz so doll gewesen wie an der Küste. Naja, ich habe jetzt richtig gute Laune und auf geht's. Bergab und Rückenwind. Das könnte man nur noch steigern, wenn man den Hund rausschmeißen würde dabei. Aber hier ohne großartigen Aufwand 26 Kilometer pro Stunde. Das ist richtig gut. Thank you.
Wir erreichen Lenna, oder wir sind schon in Lenna. Ich bin gerade auf Schlafplatzsuche. Der Parkplatz, wo ich eben gerade angekommen bin, ist sogar bei Park4Night drin. Ist mir aber deutlich zu nah an der Straße, da kann ich ja nicht vernünftig schlafen. Der Campingplatz hier im Ort, den es hier gibt, der ist wohl relativ nah an der Autobahn. Ich glaube, das waren weniger als 500 Meter. Das mag ich auch nicht so gerne. Der nächste Campingplatz in meine Reiserichtung wären noch 20 Kilometer. Und das ist jetzt auch, glaube ich, schon, ja, es ist jetzt 18 Uhr. Und die meisten Campingplätze machen spätestens um 20 Uhr zu. Das müsste ich da also jetzt dann runterrasen. Da hatte ich auch jetzt nicht mehr so viel Lust zu. Ja, das hier ist die Autobahnabfahrt tatsächlich. Da ist die Autobahn und ganz offensichtlich ist da der Campingplatz. Das ist schon wirklich nah an der Autobahn. Das ist ziemlich so die Definition von ganz schön nah an der Autobahn. Normalerweise wäre das für mich jetzt ein K.O.-Kriterium. Da ich aber K.O. bin, hoffe ich jetzt mal drauf, dass wir da noch Einlass kriegen. Es ist jetzt 18.30 Uhr. Wie gesagt, einige Campingplätze schließen schon um 18 Uhr. Das macht es dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich würde mal sagen, ich habe auch mal ein paar Jahre an der Autobahn gewohnt. Ähnliche Entfernung. Das wird für eine Nacht schon mal gehen. Ich bin nämlich so langsam auch wirklich K.O. Und habe auch echt Hunger. Mal gucken, ob wir hier noch einen Platz kriegen. Hier sind auf jeden Fall noch Menschen. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Hi! Hi. Do you have a place for us for one night? No. No? No, no. That's not a good joke after such a long day. Really not a good joke. Okay, but it made me laugh, so it was still a good joke. We have a place. That's good. That's great. How long is long? I don't know. Not many kilometers, but like 10 hours. No, I actually had the wind in my back today for the first time. So the last 30 kilometers, the first 30 kilometers were like more from the front, but yeah. Ja, super. Ja. Nehmen wir. No. Machen wir das so, Barney? Ja, komm, kannst du kurz raus. Hast du auch hier richtig Platz, Barney? Das ist ja toll. Das ist ja mal ein Luxus. So, ja. So, dann bleibst du aber trotzdem erstmal hier. Wir machen jetzt erstmal ein Check-in und so. Ja, die Check-in ist nur, dass man 10 Euro muss bezahlen. 10 Euro nur? Nur ja, 10 Euro? 20, aber ja, das ist ja, das ist das Billigste, was ich bisher hatte. Ja? Wirklich. Ja, an der gestern habe ich 24 Euro bezahlt, in Deutschland an der Küste 30 Euro, 30, 32 Euro. Die, ja, genau, das habe ich ja auch gesagt, ich habe ein Zelt und keinen Wohnwagen. Du wirst überall, bei, also auch bei euch hier, wird man überall einfach pauschal als Familie berechnet. So, das ist super, jetzt bin ich richtig glücklich. Und den Atlantik höre ich auch. Ja, schön. Das ist auf dem Küst. So. Das ist doch super, das machen wir so. Freundlich, ja. Ja, 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 ja. Wie geil ist das denn bitte? Barney, wie geil findest du das? Wie gut findest du das, wollte ich fragen. Ja? Sag mal, wie gut du es da findest. 2 oder 4 gut? 12? Ja, 12 ist richtig. 12 ist die richtige Antwort. 12 ist die richtige Antwort. 12 ist die richtige Antwort. Die Nudel ist schon noch nicht ganz durchgenudelt, aber fast. Man braucht auch wirklich nur eine ganz, ganz winzige Flamme, wenn man das mal zum Kochen hat. Also wenn ich das jetzt hier nur so ein bisschen verstelle, dann siehst du gleich hier, wie das richtig ab. Also wenn es erstmal kocht, braucht man ganz, 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 ganz mini, mini, mini bisschen, dass es einfach da bleibt. Ja, das kleine, nee, das kleine Bär, das haben wir schon getrunken. Das ist das Willkommensbier. Das wird dann das Bier zum Essen. Das gibt es dann zum Essen. Übrigens gibt es heute auch dazu dieses Formschöne Ei.
Das gab es auf dem Campingplatz in Lohwaden. Das war ja so ein kleiner Hof, Familiencampingplatz. Da gab es kostenlos dazu. Naja, kostenlos dafür war der Campingplatz. Dann gibt es noch eine ganz kleine Prise davon gleich. Und mal gucken, vielleicht gibt es zum Nachtisch ein Stückchen Hefe. Das wird auf jeden Fall eine große Portion. Sind schon so 300 Gramm Nudeln, 250 oder so. Und dazu gibt es natürlich auch noch ganz bisschen eine kleine Packung vom Bolognese-Tier. Ja, wir brauchen ja Energie. Da hinten braucht jemand Energie. Der ist wohl auch ein bisschen fertig. Aber er ist richtig, richtig happy mit dem vielen Platz, den er hier hat. Und ich muss auch sagen, ja, also wenn man natürlich darauf achtet, wenn man hier ankommt, dann hört man die Autobahn. Aber ich sitze jetzt hier eine Weile, mache meine kleine Nudelsache hier und bisher geht es mir nicht auf den Sack. Ganz im Gegenteil, bin echt happy und für das Geld mega gut. Das Gebrutzel ist jetzt fertig. Ich habe zwischendurch schon mal probiert, also ich tue jetzt mal so, als würde ich das erste Mal probieren, aber ich müsste ja gucken, ob es schon warm ist. Ganz ehrlich, das schmeckt richtig gut. Klar kann man Bolognese-Soße selber machen. Oder man macht halt selber das Glas auf. Und anhand der Umständen, den Umständen entsprechend, denke ich mal, dass es zweckmäßig ist, das Glas aufzumachen. Geschmacklich gut. Mal gucken, wie viel von dem Topf ich schaffe. Dann geht es vielleicht gleich noch eine Runde mit der, das hat er gehört. Ich wollte es nämlich gerade sagen, dass wir jetzt vielleicht gleich noch eine Runde Gassi gehen. Danach, der kriegt auch noch was zu essen. Ja, dann ist dieser Tag geschafft. Geil ausgegangen auf jeden Fall. Ihr denkt an die Glocke, die muss man umarmen. Nee, drücken. Ihr müsst die Glocke drücken. Und dann gucken wir mal, was morgen der Tag wieder für neue Herausforderungen und Abenteuer bringt. Und